Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Ihr habt euch entschieden in den Kommentaren, wir werden als nächstes den Ankylosaurus nehmen. Ja, und ihr seht hier schon, es gab ein Patch zwischendurch. Und jetzt ist das wieder so duster. Ja, ihr seht, wir haben jetzt Nacht. Wir haben hier Tag- und Nachtrhythmus jetzt drin. Und die Nacht ist immer noch, ja, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Schön. Also ich sehe gar nichts, ihr dürftet auch nichts sehen. Ich lasse das jetzt, ich cutte das jetzt mal nicht raus, damit wir quasi mal live uns angucken können, wie das Ganze hier aussieht und wie schnell dieser Tag- und Nachtrhythmus hier vonstatten geht. So, jetzt scheint man wieder ein bisschen was zu sehen. Okay, ist klar zwischendurch immer so ein bisschen auf. Jetzt wird es schon wieder ein bisschen heller. Ja, es ist immer noch sehr, sehr merkwürdig, aber wie gesagt, wir haben Tag- und Nachtrhythmus. Finde ich ganz cool. Man kann sich dann auf jeden Fall gut verstecken, denke ich. So, und jetzt haben wir hier so ein paar, ich würde sagen, Nordlichter, oder? Sind mehrere. Sieht eigentlich ganz hübsch aus, muss ich sagen. Ja, so kann man sich das geben. So kann man auf jeden Fall jetzt wieder was erkennen. Ich weiß nicht, womit das zusammenhängt, dass das jetzt die ganze Zeit mal ganz duster wird, dann wieder ein bisschen aufklart. Irgendwie Wolken vor dem Mond oder so, aber das ist auch schwachsinnig. Ah, ich finde die Nordlichter echt hübsch. Gefällt mir gut. Wie viele Punkte haben wir jetzt eigentlich? 43 Punkte haben wir, wenn ich jetzt wüsste, wie viel wir für den Ankylo brauchen. Und vor allen Dingen wichtig ist, welchen Dino wir als Voraussetzung brauchen. Und ich merke schon, ich verdurste gleich. Scheiße. So, wo wollen wir hin? Ich würde sagen, wir brauchen erstmal dringend Wasser, sonst ist hier Schluss. Wo sind wir jetzt? 216 und 171. Okay, ich versuche mal zum Minisee zu kommen. Wir sind auf jeden Fall im Plusbereich. Und danach versuche ich mal die Basen wirklich abzulaufen. Die haben wir im Stream schon gefunden. Das heißt, ich habe die Koordinaten jetzt hier auch vor mir liegen. Jetzt muss ich nur plus 100, plus 250 kommen. So, da geht's schon richtig. Okay, wir müssen auf jeden Fall diesen Weg, weil wir brauchen erstmal Wasser, sonst sterben wir. Und das will ich nicht riskieren jetzt. Aber da sollten wir schnell hinkommen. Und dann gehen wir Richtung Basis. Und es gibt zwei Basen. Die Karte habe ich auch schon auf Facebook gepostet. Die könnt ihr euch da gerne ziehen. Da sind die ganzen Basen drauf. Und die ganzen Seen sind da eingezeichnet mit allen Koordinaten. Also wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch die Karte da gerne ziehen. So. Ich muss jetzt leider die Konsole offen lassen, damit ich sehe, in welche Richtung. Aber das sollte so passig sein. Wir sollten auf jeden Fall noch hier langkommen, wenn da keiner ist. So, nicht wundern, dass ich so ein bisschen mich zerstört anhöre, zerstört aussehe. Ich war gestern Abend nämlich ein bisschen feiern und man steckt das irgendwie nicht mehr so ganz weg. Man ist dann immer lange krank. Und deshalb höre ich mich auch so ein bisschen komisch an. Und dann natürlich die Allergie noch dazu und naja, alles nur Ausreden. Man wird ja älter, ne? Das ist das Problem, Leute. Es geht alles nicht mehr so. Früher warst du noch, keine Ahnung, 3 Tage hintereinander feiern und kein Thema. Hast du weggesteckt. Ne? Bis nächsten Tag arbeiten gegangen, kein Problem. Ja, und heute, Ich bin gespannt, wann es hell wird. Wie der Sonnenaufgang aussieht und so. Sieht bestimmt auch ganz geil aus. Ah, das mit den Lichtern sieht ja mega geil aus. Das ist eigentlich ein Thumbnail wert, ne? So? Ich finde das hübsch. Das sieht richtig hübsch aus. Boah. Sind zwar irgendwie... Ach Gott, ich muss laufen, Leute. Ich habe schon kein Wasser mehr gleich. Jetzt wird er uns auf jeden Fall Energie und Punkte abziehen. Ja, Stamina geht auch wieder ruckzuck runter. Aber lädt sich dafür auch wieder schneller auf. Und ich glaube, ich habe irgendwie gerade schon Dino gehört. Wir sind gleich da. Es müsste hier unten sein, in der Senke. Hoffentlich ist da niemand. 250 plus haben wir und dann nur noch 100. Ja, es muss hier unten, direkt hier unten sein. Ich muss hier runter. Ich hoffe, ich breche mir jetzt nicht. Was? Was war das eben? Oh, ich dachte, ich habe mir gerade das Bein gebrochen, aber er hat doch eben rumgequiekt, oder? Scheiße. Ich muss jetzt hier übelst aufpassen. Beinbruch wäre jetzt hier mein Tod. Ach nee, er fängt schon an, mir Energie abzuziehen. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich glaube auch pro Minute 10 Punkte oder so. Ich weiß das nicht. Ich brauche... Okay, die Bäume verschwinden auch wieder. Das haben sie auch gefixt. Performance ist viel besser geworden wieder.
Also das haben die auch im Griff gekriegt. Sehr schön. Wo ist das Wasser? Wo ist das Wasser? Es muss hier vorne irgendwo sein. Komm schon, komm schon, komm schon. Plus 100 muss ich. Oh, ich sehe doch nichts. Gerade wenn es dunkel ist, sieht man so schlecht. Komm schon, jetzt habe ich auch keine Stamina mehr. Oh Mann! Es wird knapp, Leute. Es wird echt knapp. Vor allen Dingen verrate ich mich jetzt noch so schön. Komm, komm, komm. Wie viel haben wir noch? 600 haben wir noch. Oder zieht er 50 ab? Oh Gott, ich glaube, er zieht viel ab. Er zieht viel ab. Wir brauchen dringend Wasser jetzt. Komm, 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 komm. Wo ist mein Wasser? Hier hoch war das. Oh, ich hasse es, wenn das so knapp wird. Wir sind gleich da. Wir sind gleich da. 295, das ist zu weit. Das ist viel zu weit. Ich finde das Wasser nicht. Panik! Er zieht uns 50 ab, oder? Müssen wir gleich mal drauf achten. Okay. Ich habe mich letztes Mal hier auch verlaufen. Oh, er zieht uns mehr ab. Er zieht uns mehr ab. 91, das muss auf jeden Fall runter. Das muss runter, das muss kleiner werden. Im Dunkeln sieht man auch nichts. Nein, bitte nicht. Ich will jetzt hier nicht sterben. Das gibt's doch gar nicht. Es wird größer. Ich muss in die andere Richtung. Da muss ich hin. Aber dann wird die Zahl auch wieder größer. Oh Mann. Es muss hier irgendwo sein. Oh, das wäre jetzt echt tragisch, wenn ich jetzt verdurste. Das wäre echt mies. Ich kann es echt nicht finden. Ich gucke nochmal hier lang. Die Zahl muss kleiner. Die muss auch kleiner. Da ist eigentlich der richtige Weg. Leute, das ist so krass, wenn das so dunkel ist. Man sieht nichts. Hier ist doch der Berg. Komm schon, gib mir das Wasserloch. Gib mir das Wasserloch. Nicht, dass sie das irgendwie entfernt haben oder so. Komm, 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 komm. 100, da sind wir richtig. Es muss hier vorne irgendwo, muss es sein. Oh, die scheiß Stamina, lauf doch, lauf. Nein, bitte nicht, da vorne muss es sein. Oh. Okay, jetzt kommen wir richtig drauf zu, jetzt kommen wir absolut drauf zu. Ich kann es schon riechen, ich kann es schon riechen. Wie viel Energie haben wir noch? 450 haben wir noch, sollte reichen. Ich hoffe, ihr wartet jetzt nicht irgendjemand auf uns. Ja! Hör auf zu schreien, hör auf zu schreien. Oh, Leute. Oh. Das war verdammt knapp. Ich hoffe, hier ist jetzt niemand, aber dieses Wasserloch ist hier eigentlich so ein bisschen Insider. Eigentlich hat man hier kaum Betrieb. Könnt ihr euch merken. Plus 100 und plus 250. Das ist ein schönes Wasserloch. Ja, hier scheint niemand zu sein. Hoffentlich. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir uns wieder ein bisschen regenerieren. 375 ist nicht viel. Das ist ein Biss. Dann sind wir Game Over. Aber ich weiß, wir können gut Knochen brechen mit ihm hier. So, die Nacht scheint ein bisschen anzudauern. Aber es ist okay. Habe ich was gehört? Ich kriege schon eine Wahnvorstellung hier. Wir können uns ja unter Wasser verstecken, ne? So, jetzt gehen wir Richtung Menschenbasis, damit ihr die auch mal, wie gesagt, hier sehen könnt. Im Stream habe ich es schon gefunden.
Und jetzt will ich sie nochmal im Video zeigen. Und zwar müssten wir, ja, die günstigste ist minus 350, minus 300, ne, plus 336. Also muss ich dahin, minus 350. Oh Gott, es ist ein weiter Weg. Aber wir werden ihn schaffen. So, jetzt wird es wieder richtig duster. Jetzt sehe ich wieder gar nichts mehr. Also auch Beinbruchgefahr hier. Wird es jetzt hell? Das ist der Mond! Cool. Ach, die Sonne geht auf. Sehr schön. Das sieht doch mega aus. Ich finde die Farben echt krass. Sieht so hübsch aus. Aber das haben die drauf. Das sieht cool aus, muss ich echt so sagen. Sehr geil. So, dann rennen wir erstmal in die Richtung. Jetzt habe ich wenigstens einen Plan. 336, das steigt auch. Okay, super. Minus 350 müssen wir nur. Sollten wir eigentlich noch in dieser Folge erreichen. Ich hoffe nur, man frisst uns vorher nicht. So, wenn wir dann hier den ersten Cut machen, quasi die Folge vorbei ist, gucke ich dann erstmal, wie viele Punkte wir brauchen für den Ankylo. Weil man muss ja immer eine Minute warten, bis man in den Progression-Modus rein kann. Und das müsst ihr euch nicht angucken. Das ist, mache ich am Ende der Folge einfach, gucke ich mir das kurz an und dann wissen wir, in welche Richtung wir evoluieren müssen. So, ich hoffe, das Wasser reicht. Jetzt überlege ich gerade, welche Base Wasser führt. Der eine Base von denen hat Wasser. Die ist eigentlich ganz gut. Ich glaube, die 512er oder die 350er. Das weiß ich gar nicht. Eine hat auf jeden Fall Wasser. Oh Gott, jetzt muss ich aufpassen. Die zweite Zahl haben wir gleich, 336. Und dann brauche ich nur noch vorne ins Minus gehen. Das sollte so bleiben. Auf der Höhe sind wir. Okay, das bleibt gleich. Da wird es kleiner. Also müssen wir in die Richtung. Sehr gut. Ja, so ist der perfekte Weg. Wir schaffen es. Also ich bin letztes Mal, glaube ich, ganz dicht vorbeigeschlendert. Ich glaube, wir hätten sie finden können. Aber gut, dann finden wir sie jetzt. Das auf jeden Fall. Die müsste da ganz hinten im Tal sein. Die Gebäude sind auch ganz lustig, aber ich sage gleich, die Performance in der Base ist miserabel. Man merkt dann schon, wenn man Richtung Basis kommt, dass das Game so viel FPS verliert, nur wegen den paar Gebäuden da. Also das ist schon... Es sieht aber gut aus, es sieht gut aus. Und es kommt ja jetzt im September, irgendwie habe ich schon mehrfach in den Kommentaren gelesen, kommt ein großes Update. Weiß ich noch gar nichts von diesem September-Update. Und wenn ihr genau wisst, was da passiert, könnt ihr es mal in die Kommentare schreiben, das wäre cool. Ich vermute, die Menschen werden reinkommen. Ich denke, die Menschen werden ins Spiel kommen dann. Es dürfte auf jeden Fall sehr interessant werden. Ich bin echt so gespannt, was das mit den Menschen wird. Ich weiß nicht, ob es unbedingt toll ist fürs Spiel. Weil so ein Dinosaurier-Game only... wäre eigentlich schön. Aber gut. Und dann diese Kannibalenviecher da noch mit rein... Kann interessant werden. Wir werden sehen. Ich habe schon ein Video gesehen. Wenn ich das nochmal finde, verlinke ich das mal irgendwie. Wo so ein nackter Mensch... Nein! Oh, das gibt's doch gar nicht. Das gibt es doch gar nicht. Ich bin nicht mal gesprintet, Leute. Oh, ist das zum Kotzen. Ist das zum Erbrechen. Ja, wie so ein nackter Mensch, also noch untexturiert. Man hat seine nackten, prallen Backen gesehen, da durch die Welt rennt. Ja, okay. Also sie sind definitiv am Implementieren der menschlichen Spezies. Na, wenn man sich die Basis so anguckt, hat man auch ungefähr eine Größenvorstellung, wie das Größenverhältnis alles so hinhaut. Aber wie gesagt, wenn so ein Mensch mit einem M16 da steht... Oder eine M4 oder was weiß ich. Und auf die Dinos rotz. Es kommt drauf an. Ich denke mal, so ein T-Rex kann viel schlucken. Aber so ein kleiner Dryo. Ja. Was will man denn noch machen, ne? Oh Mann.
Grafik haben die echt wieder angepasst, würde ich sagen. Ne? Also das Gras mit den Schatten und so sieht cool aus. Aber was mich halt am meisten freut, ist die Performance. Die ist echt gut, muss ich sagen. So, minus 35, minus 350 brauchen wir. Ja, wir sind auf jeden Fall on the right way. Ich muss mehr in die Richtung. Müsste da hinten über den Hügel sein, da müssen wir es auch schon sehen. Wir merken es, wenn die Performance runtergeht. So, jetzt können wir auch gleich mal sehen, wie lange das jetzt dauert mit den Knochenbrüchen. Weil das ging ja sonst immer relativ zügig, so 2 bis 5 Minuten war das ja schon peil. Ich weiß, ich kann mich hinsetzen, dann geht's schneller. Aber das ist immer fürs Let's Play doof. So, deshalb bewege ich mich jetzt einfach. Ich würde es cool finden, wenn der Knochen noch so an der Seite raussteht oder so. Ja, muss realistisch sein, ne? Wenn das so ein bisschen deformiert ist, das Bein oder so. Aber im Regelfall ist ja ein Tier mit einem gebrochenen Knochen eigentlich des Todes. Gerade für Raubsaurier ist das gefundenes Fressen jetzt hier. Also wo wir im Stream die Base besucht haben, war die leer. Es kann natürlich sein, dass da Leute sitzen und das Ganze für sich als Festung nutzen. Dass da ein paar Raptoren drauf sitzen. Dann haben wir natürlich Arschkarte. Aber wir werden sehen. So, ich habe jetzt schon 50 Punkte, Leute. Das ist gut. Das ist sehr gut. Vielleicht reichen ja auch schon 60. Mal gucken. So, nicht mehr lange, dann sind wir da. Minus 58. Ja, wir kommen jetzt natürlich nicht schnell voran. Schade. Ja, es wird da ganz, ganz hinten über den Berg sein. Über den Pass. Nur lauf! Oh, Kacke. Ich finde, das sollten die echt noch entschärfen irgendwie, dass man nicht so schnell irgendwo runterglitscht oder... Und vor allen Dingen war das ja auch nicht hoch, ne? Und ich habe es mir ja quasi zweimal gebrochen. Ich bin ja so wie so ein Stein, so bupp, bupp. Wie ein Stein. Gut, guter Vergleich, wie ein Stein. Ein Stein springt auch. Ja, wie ein Gummiball, natürlich. Okay, es scheint so, als wenn sie es wieder höher gesetzt haben. Oh, wir können laufen. Ich habe nichts gesagt. Alles gut. Wie lange war das jetzt, Leute? Schreibt es mal in die Kommentare. Guckt mal, wie lange das jetzt war. Das waren vielleicht 2 Minuten, oder? 2, 3 Minuten vielleicht? So, das ganze Gebiet da hinten ist noch gar nicht geladen. Sieht natürlich ein bisschen assig aus. Aber ist okay. Ne, hier sind wir richtig. Hier sind wir richtig. Oder ist das Gebiet jetzt abgeschossen irgendwie? Die hatten auch testweise jetzt wieder Wasser drin. Muss ich jetzt da lang? Da lang muss ich. Und das haben sie auch wieder rausgenommen, weil das Wasser hat irgendwie für... Da sind die Server abgekackt. Auch gut, ne? Und das war nur eine Wassertextur, die soweit keine Funktion hatte. Also man konnte nicht drin tauchen oder schwimmen oder keine Ahnung was. Man konnte von trinken, aber... Wie konnte man von trinken? Doch, man konnte von trinken. Ein See in der Mitte, einen riesigen See hatten sie gefüllt. Sah optisch, muss ich sagen, sehr geil aus. Nein! Was? Was? Oh nein. Oh, das gibt's doch nicht. Leute, das war nicht mal hoch. Das war nicht mal hoch. Oh. Es ist zum Kotzen. Es ist zum Kotzen. Ich bin sprachlos gerade. Ich bin echt sprachlos. Wir hatten schon fast die nächste Stufe in der Hand, Leute. Das ist... Ich bin sprachlos. Ich bin wirklich gerade sprachlos. Ich bin richtig... Wäre ich jetzt nicht beherrscht, würde ich meinen Monitor durchboxen oder sowas. Boah. Gut, können wir uns gleich für die nächste Stufe... Ja, wir gucken mal, was wir hätten noch gebrauchen müssen für den... Ankylo hätten wir den Pachi nehmen müssen mit 120 Punkten. Ja. Schön. Gehe ich jetzt nochmal diesen Weg oder versuche ich jetzt nochmal Fleischfresser? Es gibt's doch gar nicht. Es gibt es doch einfach gar nicht. Wir waren schon hier. Wir waren echt schon hier. Boah.
Okay, es tut mir leid, wir können leider nicht den Ankylo nehmen. Ich gehe jetzt nochmal Richtung Fleischfresser, versuche jetzt den Baryonyx zu kriegen und will mal gucken, ob uns das wenigstens gelingt. Ja. Gut. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Bis zum nächsten Mal. Das war ja Marin. Tschüss.